Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Formel 1. Ja, das Training ist mal wieder beendet. Es war nicht erfolgreich. Ich kriege auf der Strecke keine saubere Runde irgendwie hin. Aber mal sehen, ob wir es im Qualifying und Rennen besser hinkriegen. Ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. 17. Klar, wieder Sergio Perez und Pascal Wehrlein. Ich hoffe mal, dass wir das mal da vorne ankommen. Das letzte Rennen, das war ja schon... Schauen wir es mal einfach mal an. Nee, das ist Streckenklimatisierung. Ich hab's nicht auf die Kette bekommen. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Aber ich hab's einfach nicht auf die Kette bekommen. Machen Sie es sich bequem, gleich geht es los mit dem Qualifying hier in Kuala Lumpur. In den nächsten Minuten werden wir herausfinden, wer die nötige Leistung hinlegen kann und wer nicht. Ja. Diese Strecke verlangt sowohl den vorderen als auch den hinteren Reifen ziemlich viel ab. Man kann wohl sagen, dass geschicktes Reifenmanagement nötig sein wird, um hier gut abzuschneiden. Man braucht ein ausbalanciertes Fahrzeug, da es fast überall auf die Probe gestellt wird. Viel Mühe sollte in die Vorbereitung der Balance gesteckt werden und nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist. Ja, und da sind Dieses wir auch. Qualifying wird kein Kinderspiel, aber versuch es einfach. Sieht denn aus? Im Rennen ist Regen angesagt. Ich würde sagen, dann ziehe ich mal mein Regen-Setup mal auf. Und gucke mal, wie weit wir damit kommen. Ah, wo sind wir denn? Malaysia nass, ne? Ja. Unter den aktuellen Bedingungen bist du mit Intermediates am besten dran. Oder bis die polnische Paraten haben. Nee, ne? Die Strecke ist gerade ziemlich leer. Jede Menge Platz. Da würde ich sagen, da starten wir jetzt auch das Ganze direkt. Und hoffen mal, dass wir bis bisschen gut sind. Bei dem Trockenheit war es schon bescheiden. Achso, ich habe wieder... Im Training bin ich mal was am Ausprobieren. Leider vergessen wieder anzuschalten. Ja, mal sehen. Ich bin sehr optimistisch hier. Vorab gestartet sind, ich sage Position 15. Eine 1,54 schon mal von Massa hingelegt worden. So, hier sind wir gut rumgekommen. Dann schauen wir uns den mal den Rest hier an. Ah, Alonso hat auch nochmal eine 1,54,2 aufs Parkett geschmissen. Das war die Zeit, die ich nicht bei Trockenheit gefahren habe. Einfach nicht auf die Kette hier auf der Strecke. Das kommt so bei 1,53,2. Jetzt hat er aber noch mal eins hingeschmissen hier. So.
gab das Gefühl, dass ich so langsam unterwegs bin, dass ich wahrscheinlich die 110%-Regel gar nicht mehr schaffe. Ja, wo sagen die, lassen wir. Dürfte gut sein. Wir wollen das Auto nicht mehr strapazieren als nötig. Dann sind wir eigentlich recht gut eigentlich unterwegs. Bei Nässe geht's eigentlich, ne? Ah, okay, jetzt geht's los. Jetzt werden wir durchgereicht. Ach, haben sie schon die anderen Reifen aufgezogen. So, dann wollen wir mal gucken. Haben sie gerade bei Trockenheit nochmal eins draufgelegt? Also unser Wetterbericht soll es ja Regen geben. Dementsprechend, wir haben jetzt das Regensetup auf die Pelz. Gucken wir mal, welche Zeiten wir jetzt hier bei Trockenheit auch noch hinsetzen können. Bei einer Runde können wir noch. Hiernach ist dann Feier. Wenn wir die Ziellinie fahren, ist Quali durch. Also die Runde, wenn ich mich jetzt hier wegschmeiße, war es das. Weil wir dürften jetzt so nach für nach von den ganzen Leuten, die jetzt noch alle nochmal eine Runde drehen, dürften wir jetzt gleich rausgegeben werden. Meine Reifen sind dreckig. Nein, nein, Lukas. War ja mal gar nichts, die war ja absolut gar nichts. Unsere Zeit werden wir noch mal ein bisschen verbessern, aber ich hoffe mal, dass noch für Q2 reicht. Ich habe keine Ahnung, welche Position. 16. Hm. War 16 noch drin? Ja, 16 ist noch drin. Pascal Wehrlein hat ja nochmal eine richtige Zeit hingelegt. Hm. Naja. Wir sind eine Runde weiter. Was will man mehr, ne? Halt schnell raus, schnell eine Runde, weil gleich fängt es an zu regnen und dann sind wir vorne. Das hört sich ja so an, als wenn es echt regnet. So, und Schubrakete. Mal sehen, was hier bei rauskommt. Ja, Verkehr kommt erstmal da raus. Okay, der ist eh schneller als wir.
Unterschied nur, er ist in seiner In-Lab und wir sind in unserer fliegenden Runde. Dann richtig Platz mal mag er nicht. Außer einer Ecke, dass wir dann die Außenbogen fahren müssen. Eigentlich hätte er außen fahren müssen. Bei mir mussten unsere Ideallinie verlassen. Aber naja, mal sehen. Ah, Rosberg hat anscheinend eine Traumzeit gerade dahin gebraten. Wir sehen, wie sehr wir langsamer sind als er. So, Start und Ziel gerade noch. 1,39,5. Ja. Ricciardo 1,38,3. Jetzt hat er aber nochmal... Da haben die immer so. Weil, wie gesagt, ich komme auf der Strecke eh nicht klar. Ich habe für diverse Runden gedreht. Das ist immer 10. Gleich werden wir rausfliegen. Nein, da will ich nicht hin. Nein, nein. Ah, weg mit dem Tablet. Nein. Entschuldigung. Elfter, 12. Pascal Wellein ist sogar besser als wir. Ich fahre noch eine Runde. Pascal Wehrlein ist auch noch schneller als wir. Irgendwo muss ich ein bisschen Zeit rausholen jetzt. Weil unser Teamkollegen möchte ich doch schon hier gerne bügeln. Und das reicht schon, dass wir den Rivalen nicht packen können. So, ein bisschen mit Ehrgeiz an die Sache ran, dann... Gehen wir jetzt schon weit zurück. In den ersten Kurvenverlauf haben wir schon richtig Zeit liegen lassen. Hier haben wir Zeit liegen lassen jetzt. Das war's. Wir werden hinter Pascal Wehrlein starten. Ja, das war's. Naja, egal. Wieder bessere Zeiten kommen. So, Qualifying würde ich sagen, haben wir beendet. Und ja. Gibt es noch ein paar F&E-Punkte.
Ja, da ist er jetzt komplett. Nein, wir sind besser als er. Er ist 19. Lol. Na, da hätten wir vielleicht noch ein paar Punkte machen können. So, gibt es im F&E-Bereich schon irgendwas, was wir machen können? Ja, was machen wir beim nächsten Rennen? Das werden wir nach dem Rennen wieder machen. So, gut, das war's an dieser Stelle für das Qualifying. Und dann sage ich, wir sehen uns wieder im Rennen. Tschüss.